Okay, Mathilda, geh. Eins, zwei, drei. Hallo Leute. Hallo, welcome back. Ja, wir haben noch ein paar Fragen. Also, bist du gut mit Dario? Also, Dario ist mein Bruder. Deshalb ja. Ja, ich eigentlich auch. Sie verstehen sich ehrlich voll gut. Wahrscheinlich besser als in meinem Real Life, Bruder. Next question. Okay, peinlichstes Erlebnis mit einem Yogi. So, hier wow. Haben wir jetzt ein paar eingesammelt. Okay. War nicht schwer. Man hätte auch ein ganzes Video machen können. Hätte man machen können. Also, als ich so 15 war, habe ich mich einmal mit einem Jungen getroffen. Meinte er so, ja, so ein Freund von mir macht so Session. Nach 4, 5 Leute, so willst du nicht kommen? Ich war so, ja, so geil. Haben uns getroffen, sind erstmal einkaufen gegangen. Auch so Alkohol. Ich war so, ja, let's get lit. Und dann waren wir bei dem Dude. Und dann war es halt die zwei Jungs und dann noch ein anderes Mädchen. Als sie da ankam, meinten alle schon so, ja, wie habt ihr euch denn kennengelernt? Und wie lange kennt ihr euch so schon? Und ich war schon so, wow, so lucky boyfriend. Und dann habe ich es halt ein bisschen übertrieben mit bestimmten Sachen. Aber ich wollte halt so cool sein, ne? Ich wollte so wie die, nur halt noch mehr going strong, also not long. Aber irgendwann war mir richtig schlecht. Und dann meinte ich erst so zu dem Jungen, bei dem wir waren, so kann ich mich auf deine Couch legen? Und dann musste ich kotzen. Und dann bin ich halt auf die Toilette gegangen und hab gekotzt. Und dann kam ich so zurück und dachte so, okay, jetzt geht mir viel besser. So, ich setze mich wieder an den Tisch zu allen, ne? Und ich setze mich so hin und das andere Mädchen war's da. Aber ich sag so, wie stinkt's hier nach Käse? Und dann, ja, ich einfach immer mehr gekotzt. Das war einfach Absturz. Und ich dachte, das wäre so my time to shine. It really wasn't. Aber jetzt ist alles gut. Und Leute, ihr könnt sowas überkommen. Ja, man denkt wirklich immer peinliche Situationen jemals. Aber weißt du noch, das im Hotel? Aber da dachte ich wirklich, ich muss sterben. Aber so für alle anderen war es gar nicht so schlimm. Genau. Wie für dich selbst. Aber das hatte ich doch auch, als ich bei Quentin Alec war. Da haben wir genau das gleiche gemacht. Und ich dachte so richtig, ja, stimmt. Und dann bin ich komplett abgestürzt, übergekotzt. Ich musste in sein Bett pennen, die mussten mich hochtragen. Alle anderen waren vom Feiern. Ich war, sein Bett war auch so eklig, sweaty, voller Kosten. Cheers to teenagers. Whatever, you know, it's a great story. Wir sind mal unsere so alten Facebook-Chats und so durchgegangen, weil da sind schon ein paar so stronge Sachen drin. Schamgefühl hatten wir nicht. Und ich war also 14, fast 14. Und er war so 18. Ja, ich hatte Basketball gespielt und ich auch. Und das war so ein bisschen so. Wir haben aufgehört, das zu erklären, weil es war einfach hässlich. Aber hier bedient euch erstmal ein paar von meinen Bangern. Wrong Chat-Move gemacht, kennt ihr den? So auf den, ich hab mich mir so geschrieben, ey, yo, dude, let's meet in the skate park later, weil ich wollte es tun, als wenn ich ein Skater-Bro bin. Und dann war er so, hä? What? Like, what are you talking about? Und so ich, oh mein Gott, so, das waren meine anderen Freunde, mit denen ich immer skate gehe. Meistens, wenn ich mir die Hände wasche irgendwo, muss ich danach so an meinen Händen riechen, weil ich riechen will, wie stimmt, das machst du immer, ja. Und dann gucke ich auch so auf beide Hände riechen, weil wenn nicht, muss ich halt nochmal wahrscheinlich beide riechen. Ja, aber sie hat auch so einen Händewaschtick, also ja. Weißt du, seid ihr musikalisch? Ja, Mann. Lotti, du hast Schlagzeug. Ich hatte ja, also ja, und Piano, da hatte ich auch Auftritte. Super, Lotti. Ich habe wirklich 10 Jahre lang Klavier gespielt und ich kann immer noch keine einzige Note, die sich abseits nicht durch Checks nichts. Komisches Erlebnis. Das war, glaube ich, das Ganze mit Herbert Strauss und so, ne? Also, wir waren auf einem Jesus-Konzert. Danach sind wir so um das Gerät rumgegangen. Und ums Docks, ne? Das war einfach ums Docks. Chip war damit so der Eingang zu Backstage und dann sind so alle rausgekommen, so war Komova, bla bla bla. Genau, und ich hatte am nächsten Tag Praktikum, ich habe im Krankenhaus ein Praktikum gemacht und ich musste halt eigentlich home, weil es war schon so 2 Uhr morgens. Aber wir wollten halt auch rein und deswegen habe ich nicht dann zum Praktikum gemacht. Sorry, ja. Und dann haben die uns so Erdbeeren gebracht und Getränke und so, während wir draußen gechillt haben, weil da waren noch voll viele andere Leute drin. Turns out later, das waren Nutten, aber wussten wir da noch nicht. Dann kam irgendwann ein Storm. Ja, meinte so, okay, die Jungs meinten, wir können rein. Und dann sind wir reingegangen, hinten war nur eine Küche, aber wir sind so runtergegangen. Und dann war da. Und so, dann haben wir uns erstmal an die Seite gesetzt, war alles ein bisschen awkward. Und waren mit so 2 Girls, eine, die war so
60, ranzig, she was die war echt also die war hatte echt sie Klamotten alt. An, nicht wirklich. Das waren beides Nutten, die andere, die jüngere haben wir später noch getroffen am Geldautomaten mit so einem Dude. Und dann meinte er so, ey, du bist so ein Dude. Ja, haben wir ein bisschen mit denen angechillt und so und dann immer mussten alle gehen und dann waren wir noch mit also im Hinterzimmer und so eine Freundin von ihm und so. Und dann meinte er so, ja, lass doch was essen gehen und so, ja, normal. Und dann meinte er, ja, ich muss kurz umziehen. Und dann sind wir halt schon hochgegangen. Und haben gewartet und irgendwann kam so ein 16-jähriger Dude, der schon die ganze Zeit meinte, er ist Cousin von, sagen wir nicht, von Coach, ne? Achso, ja, und auch irgendwie von Maxwell irgendwas. Ja, und dann kam er so hoch und meinte so, nee, komm nicht mehr, so, und dann waren wir so, hä, doch, wir gehen essen, und dann meinte so, nee, komm nicht, und dann meinte er so, ja, geh doch lieber mit mir mit und so, bla bla, und dann dachten wir so, okay, so, wir haben eh nichts zu tun. Being at home, turns out, it was so better than being at home. Er war wirklich richtig. Und dann sind wir mit ihm über die Herbertstraße gelaufen und er meinte so, nein, Ladies, ihr kommt jetzt mit. Und wir waren schon so weird. Und dann ist die Polizei hinter uns hergelaufen. Ja, nee, weil wir sind da noch unten lang gegangen und hat die Polizei angeschrieben. So, obviously, we're gonna do it like that. Und dann sind wir kurz so gerannt, aber die haben uns gecatcht. Und dann waren die so, yo, don't do that, you know. Und dann waren wir so, okay, sorry, I'm sorry. Und dann we were free und dann sind wir nach Hause gefahren. Dann am nächsten Tag haben wir mit angeschrieben und er meinte so, und wir meinten so, ja, dieser Dude meinte, du kommst nicht mehr. Dann meinte er so, hä, was für ein Typ und bla bla, so like, dann meinte er, wir haben auf euch gewartet, das ist kind of awkward, wir standen wieder noch, bla bla. Und dann wollten wir uns dann an dem Abend noch mit ihm treffen, weil er war noch irgendwie 2 Tage in Hamburg von seiner Tour, whatever. Wollten wir uns abends treffen, haben wir auch mit seinem besten Freund geschrieben und die meinten halt die ganze Zeit so, nee, kommt in unser Hotelzimmer und so, wir chillen ein bisschen. Und dann meinte er auch die ganze Zeit, nein, wir kuscheln, und so wink, also es war schon die Blick, immer so wenig gegangen. Das ist not how we cross, like that works. Und dann war das noch weil er hat Lottie angesprochen. Am Ende, als wir von Backstage hochgegangen sind, war der bei uns ein bisschen gesagt, war. Was meint ihr nochmal, schön euch nicht kennengelernt zu haben? Ja, das war lustig. War das die erste Erlebnis über Ende. Und dann hat Lottie mit ihm geschrieben am nächsten Tag, ne? Und dann meinte er so, ja, komm Panda Bar, weil er war dann mit Jesus und so. Und dann sind wir Panda Bar. Ich war im Scherzhaus. Waren wir Panda Bar mit ihm, da hat er die ganze Zeit Lottie abgetanzt. Und er ist schon, also er ist lustig und so, aber er ist schon eher auf, also, weißt du, Lottie ist 18 und er nicht. Wir waren mit Freunden da und es war fein und dann hat er sich irgendwann verpisst. Dann meinte er um 5:30, ah, im Büro bei mir, er ist im Büro. Kommst rum, soll ich dich abholen? Wir hauen kurz ab für 20 Minuten. Hab Auto. Er hat 10 Minuten, Minuten. Kurz knutschen, komm raus, sitz im Auto gegenüber. Okay, nein. Dann meinte er, ach komm, knutschen macht Spaß. Aber okay, steh gegenüber, aber dann fahr ich jetzt. Und dann sind wir hingegangen und haben ihn angekackt. Wir haben ihn richtig angekackt und er war auch so. So Leute, die Kamera ist mal wieder ausgegangen. So. Trinkt ihr viel? Ja. Also noch einmal halt. Manchmal gehen wir steil, manchmal gehen wir so flach. Manchmal gar nicht. Mal oder Ibiza? Mal. Was erwartet ihr vom Leben? Also für mich ist das Wichtigste eigentlich Kinder kriegen und die zu erziehen. You're really gonna spoil the children. Nein. Lottie hat ja einen Hund, Mila. Und Hunde essen ja Hundefutter. Aber sie mag das nicht so gerne. Das heißt, wir mussten gestern einkaufen für Mila. Babybell, schönes Steak. Aber nicht billiges Steak, sondern nur das Gute von glücklichen Schwein. Höchste Haltungsform. Studium hatten. Und das ist ein Hund. Und wenn sie dann ein Kind hat. Ja, für mich. Genau, also Kinder kriegen will ich auch, aber ich würde gerne irgendwas machen mit helfen, so Orphans. Also ich würde gerne Orphanage irgendwann bauen, wenn ich das Geld dazu habe. Oder mit Jugendlichen, die so ein bisschen abgefolgt sind. Und wir waren ja auch schon mal in Sri Lanka mit der Schule und haben da so ein bisschen gemeinnützige Arbeit gemacht, Geschenke mitgebracht und mit den Kindern gespielt. Aber die waren auch gemein. Wir hatten alle so Buddies und ich dachte so auf den Bonding, so wir waren schon Teil. Wie hieß sie? Groshi? Hat sie mir geschrieben und ich dachte so, oh, voll süß, my friend from Sri Lanka. Und dann open ich und sie sagt so, ja, kannst du mir ein bisschen Geld schicken, Bro? Wieso wart ihr mit den Towers? Ich kenne Justus seitdem ich so 12 bin von was wir bei Summer Camp. Und da habe ich den besten Hotel abgeschrieben und dann waren wir auf Kiez und die hat ja die Astra Brauerei gemietet. Und dann meinte ich, du kommst doch. Und dann sind wir so gekommen und der Türsteher meinte nein. Aber wir meinten doch. Ja, aber es war halt geschlossene Gesellschaft, aber Max hatte noch plus 2. Waren wir halt convenient, die 2. Und dann waren wir mit den Feiern, irgendwann war noch KC und so 8 Uhr morgens, haben wir so den Trainer unterhalten, der war mega süß.
That's it, das waren alle Fragen, die irgendwie relativ interessant waren. Why are you doing this? Wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann könnt ihr das gerne weiter in der Description, in diesem Video, in dem anderen Video. Wenn ihr den ersten Teil nicht geguckt habt, dann müsst ihr den auch gucken. Wenn ihr die anderen Vlogs nicht geguckt habt, müsst ihr den auch angucken. Das war's eigentlich. Tschüss! Wenn es jetzt wieder ausfordert, dann gehe ich nach Hause. Nee, ist an.